Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Video von mir. Heute geht es mal wieder um das Thema Drift. Und zwar habe ich hier ein neues Driftcar, was ich euch gerne mal zeigen wollte. Ich habe ja in einem der letzten Videos schon den Red Toro genauer unter die Lupe genommen und vorgestellt. Heute habe ich hier das Yellow Beast. Das ist im Endeffekt fast identisch mit dem Red Turbo, nur da haben wir jetzt einen V8-Motor. Hier haben wir ja einen Turbomotor drin. Und das Yellow Beast hat schon die Gymkhana-Funktion inklusive. Und was man damit machen kann und ja, was im Packungsinhalt etwas anders ist als beim Red Turbo, das wollte ich euch mal eben kurz zeigen. Dann zeige ich euch mal, was in der App noch alles einzustellen ist, was die Gymkhana-Funktionen angeht. Den Rest habe ich euch ja schon bei dem Red Turbo gezeigt. Das Video kann ich euch auch mal hier oben verlinken. Dann werde ich euch noch kurz die Gymkhana-Funktionen einmal kurz erklären und dann zeige ich euch mal, wie ich zumindest einen Gymkhana-Kurs fahren kann, wie das aussehen kann. Ja, und ich würde sagen, wir legen sofort los. Viel Spaß bei dem Video und bis gleich. Ja, damit das Video nicht allzu lange wird, habe ich jetzt hier schon mal die Packung rausgeholt. Wir haben hier wieder ganz typisch die ganz normale schwarze Verpackung, wie alles ganz normal bei Drift verpackt ist. Wir haben hier unten wieder die Montagekarte inklusive einer Karte mit den ganzen Daten vom Yellow Beast diesmal. Wir haben hier wieder den Karton, wo das Beast eingepackt ist. Den können wir auch mal direkt rausholen. Den habe ich auch schon geklebt, weil ich ab und zu schon mal ein bisschen gefahren bin. Das Biest sieht dann so aus, ist vom Auto her identisch mit dem Red Turbo. Wir haben hier wieder sechs von den Curbs dabei, die wir schon ohne Strecke nutzen können. Und wenn wir das mal rausholen, haben wir hier auch wieder ganz normal das Ladekabel, eine Bedienungsanleitung, einen normalen Aufklebersatz. Und anders als beim Red Turbo haben wir hier jetzt noch eine Gymkhana-Anleitung dabei. Hier ist schon mal so ein bisschen grundsätzlich erklärt, was man machen muss, was jetzt beim Yellow Beast etwas anders ist, beziehungsweise mehr dabei ist, ist halt noch neben der Start-Ziellinie, die beim Turbo ja auch schon dabei war, haben wir hier noch die vier Targets für die Gymkhana-Funktion. Da hätten wir dann zum einen den 360 Angle Drift, den 180 Speed Drift, den normalen Speed Drift und den Angle Drift. Und wie man die Targets jetzt überfahren kann, das wollte ich euch gleich mal in einer kleinen Animation zeigen. Und danach zeige ich euch mal, wie meine Fähigkeiten sind, wenn ich so einen Gymkhana-Kurs gesteckt habe, wie man den oder wie ich den dann befahre und was man damit machen kann. Das macht nämlich super viel Spaß. Ja, und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz die Animation und dann gehen wir auch schon zum Fahren. Ja, zeige ich euch noch mal ganz kurz, bevor die Animation losgeht, was man in der App noch einstellen kann beim Gymkhana. Dazu wählen wir jetzt bei mir in dem Fall das Yellow Beast aus, denn da ist Gymkhana ja aktiviert. Drücken auf Play. Wir können jetzt ganz normal im Fahrmodus auch fahren, alles wie beim Red Turbo. Das habe ich euch da ja in dem Video schon alles gezeigt, das könnt ihr euch da noch mal anschauen. Wir klicken jetzt hier auf Gymkhana. Da kann man jetzt noch das Autosetup einstellen zwischen Drift und Rennen. Wir können die Reifen auswählen zwischen Straßenreifen, Spikes und Rallye-Reifen. Und wir können noch die Streckeneigenschaften zwischen Trocken, Nass, Rallye und Schnee einstellen. Das habe ich aber jetzt alles erstmal auf Standard Trocken eingestellt. Dann können wir auf Start Race klicken. Da können wir dann wieder den ganz normal den Motor starten. Dann geht die Startampel los. Ist auf Grün geschaltet, haben wir eine Minute Zeit, die Gymkhana-Funktion durchzufahren, so oft wie es geht. So schön und gut wie es geht, umso mehr Punkte gibt es dann auch. Am Ende müssen wir über die Start-Ziellinie fahren, um das Ganze zu beenden und noch mehr Punkte zu erhalten. Ja, das war es eigentlich schon, was man hier im Gymkhana-Modus einstellen kann. Danach gibt es dann halt noch die Punkteverteilung, die kann man sich anschauen. Im Gymkhana-Modus gibt es natürlich auch dann, sagen wir mal, die meisten Punkte zu verdienen, um sich dann Medaillen zu erarbeiten. Und damit kann man sich dann natürlich auch das Motortuning dann freispielen. Da kann man ja dann hier auf die Garage klicken. Da hat man jetzt hier, habe ich schon eins freigeschaltet, und zwar die 700 PS, das 700 PS Kit habe ich schon freigeschaltet. Als nächstes käme das 920 PS. Da brauche ich jetzt noch zwei Medaillen für oder Werkzeugschlüssel. Und so kann man sich dann hier halt ein paar Sachen freifahren. Ja, und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch mal die Animation und dann gehen wir fahren. Viel Spaß!
Ja, das war jetzt mein Video zu den ganzen Gymkhana-Funktionen. Ihr habt ja gesehen, wie ich den Kurs jetzt gefahren bin. Den kann man bestimmt auch noch ein bisschen optimaler stecken. Ich bin auch noch relativer Anfänger, was das angeht. Deswegen ist die Punktzahl jetzt auch nicht so hoch. Mit dem Kurs kann man mit Sicherheit über 20.000 Punkte erreichen, wenn man den vernünftig fährt. Bin jetzt auch in letzter Zeit relativ oft den Heckenholmring gefahren. Deswegen habe ich mir das Driften schon so ein bisschen abgewöhnt mittlerweile. Musste erst mal so ein bisschen reinkommen. Aber ich sag mal, das macht mega viel Spaß, das Gymkhana. Es ist auf jeden Fall sehr gut, auch um damit sehr schnell relativ viele Punkte zu sammeln, um sich Updates zu machen auf das Auto in der Werkstatt, um ein Motortuning durchzuführen. Das Beast hat da jetzt die Gymkhana-Funktion schon alle inklusive gehabt. Man kann natürlich die Red Turbos und alle anderen Autos, die das nicht haben, updaten für einen Aufpreis. Manchmal, muss man ehrlich sagen, werden die Targets auch nicht ganz richtig erkannt. Da ist ein Target, glaube ich, der Speed Drift oder 180er Speed, weiß nicht mehr ganz genau, erkennt dann plötzlich eine Ziellinie. Dann ist natürlich die Runde vorbei. Ist manchmal ein bisschen ärgerlich, vor allem wenn es am Ende ist und man eine gute Runde gefahren hat. Muss man aber durch, lässt sich, glaube ich, jetzt erstmal nicht ändern. Ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt sehr gerne einen Kommentar unter das Video. Und wer noch nicht hat, natürlich kann mein Kanal jeder gerne abonnieren, die Glocke nicht vergessen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Heli Chrissy. Ciao.